Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Mystica TV. Zitat: Gott und das wahre Selbst ist das Gleiche. Die Natur ist immer eine Hilfe, dies zu erkennen. Insbesondere die Pflanzen sind nicht getrennt von der Ganzheit. Das ist ein Zitat meines heutigen Gastes, nämlich von Herrn Wolf-Dieter Staul. Ich grüße Sie. Herzlich willkommen. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie da sind. Sie sind Ethnologe, Anthropologe, Sie sind Schriftsteller und Sie sind meines Erachtens einer der profundersten Kenner, was Pflanzenwissen betrifft, und zwar Pflanzenwissen in verschiedenen Gegenden und Ländern und Kontinenten, und haben vieles auch selbst erlebt und erfahren. Manche nennen Sie auch einen Pflanzenschamanen, aber sind Sie Schamane? Nein, ich bin Ethnologe, Völkerkundler, habe mich eben auf Pflanzen, ja, die haben mich begeistert. Ich kenne Schamanen, ich weiß, wie sie arbeiten. Ich war jetzt gerade in Nepal und habe dort mit Schamanen zu tun gehabt. Und es gibt viele, die sich Schamane nennen heutzutage, aber ethnologisch gesehen sind es keine richtigen Schamanen. Es ist einfach eine Modeerscheinung. Und oft ist es so, als ob sich da einige schmücken wollen mit Federn und ein bisschen Trommeln, aber das ist nicht Schamanentum. Schamanentum ist sich auseinandersetzen mit geistigen Wesenheiten, die nicht im alltäglichen Bewusstsein zu sehen oder zugänglich sind. Und das mache ich nicht auf diese Art und Weise. Sie haben ja auch mal gesagt, Schamane will eigentlich niemand freiwillig werden. Ist das so eine intensive Arbeit? Was ist das Schwierigere daran? Ja, das Schwierige ist, man setzt sich auseinander. Es ist eigentlich wie ein geistiger Krieger. Man setzt sich auseinander mit Wesenheiten, die auch mit Karma und so weiter zu tun haben. Und es ist eine gefährliche Arbeit. Ja. Ja, zur Natur, zu diesem Zitat noch einmal. Viele Menschen leben in Städten und denken, wir sind schon sehr getrennt von der Natur. Können wir überhaupt getrennt von der Natur sein? Sind wir selbst Natur? Ja, wir sind selbst Natur, aber wir haben uns ziemlich weit getrennt, geistig, weil unser Kopf, kann man sagen, der Intellekt, der läuft auf einer Schiene, die nicht mehr verbunden ist mit den Wurzeln. Und deswegen haben wir solche Entfremdungsphänomene. Es fängt ja schon bei der Nahrung an, Junkfood und so weiter und geistiges Junkfood. Das ist zum gewissen Grad auch eine Freiheit des modernen Menschen. Aber andererseits, wenn man überlegt, Millionen von Jahren sind wir mit Vogelgezwitscher und mit Erde unter den Füßen und mit der Sonne früh aufgestanden und abends noch ein bisschen am Feuer, am lebendigen Feuer gesessen. Und das hat uns über Jahrhunderttausende, eigentlich über Jahrmillionen, wenn man bedenkt, die erste Feuerstelle, die inzwischen entdeckt worden ist in Kenia, ist mindestens 1.500.000 Jahre alt, in Cheswanya, Kenia. Und jetzt ziemlich plötzlich, die 300, 400 Jahre, eigentlich ziemlich plötzlich, die Sesshaftwerdung seit 10.000 Jahre ist eine ganz große Verwandlung, die da stattgefunden hat. Und diese Verwandlung scheint irgendwie schneller zu gehen. Und jetzt seit 300 Jahren die industrielle Revolution und die Nachfolgen davon. Und wir verlieren unseren Zugang zu dem, der uns immer getragen hat. Wir leben in so einer Zeit, wo der Bezug fehlt. Das ist auch eine Gottlosigkeit, kann man sagen. Was können wir da tun, um uns wieder mehr zu verbinden? Einfach in die Natur gehen? Einfach in die Natur gehen, mal barfuß gehen, einfach mal Zeit nehmen und sich eine Blume anschauen und dran riechen. Ich gehe oft in den Wald, aber ich muss mir selber sagen, knie mal nieder und riech die Blume. Wie weißt du denn überhaupt, wie sie riecht? Und dann schnuppert man, oh, und da geht eine neue Welt auf. Und es lebt ja alles. Also Pflanzen sind, was sind Pflanzen? Es sind Wesen, Also
für normale westliche Bewusstsein sind Pflanzen primitives Leben. In Wirklichkeit sind Pflanzen die Wesen, die einzigen Wesen, die das Sonnenlicht aufnehmen können und in Leben verwandeln. Ohne Pflanzen könnten weder Pilz noch Tier noch Mensch, wir sind ja auch Tiere, aber wir könnten nicht leben. Sie sind die Lebensgebenden. Deswegen heißen sie in den Veden zum Beispiel Mütter. Und da heißt es in der Rig Veda, Mütter, geboren drei Weltalter vor den Göttern. Also es sind die Tragenden. Wir nehmen einfach nicht wahr, wie stark und wunderbar Pflanzen sein können. Und in der indischen Kultur sind Pflanzen nicht Symbole für Götter, sondern sie sind verkörperte göttliche Wesenheiten, Devas, die uns tragen. Sie sind eigentlich unsere Mütter. Und wer würde diesen Wesen dann Bewusstsein absprechen? Wir nehmen es einfach nicht wahr, weil, ja, wie Chuang Tse, das ist ein chinesischer Philosoph, wie er sagte, was weiß der Frosch im Brunnen von dem unendlich weiten Meer? Was weiß eine Sommerlibelle von den Eiswüsten im Norden oder dem Winter? Und er fügt hinzu, was weiß ein Professor über die rechte Art und Weise zu leben? Aber das ist so ein bisschen... Ja, ja. Aber das ist eben, ich glaube, das zeichnet Sie auch aus. Sie haben mal gesagt, Sie müssen, Sie haben ja viele Forschungen betrieben in vielen Ländern, aber Sie haben auch gesagt, ich muss es durchleben, ich muss es wirklich selbst erleben. Ja. Nur auf dem Papier etwas zu studieren, das reicht. Nein, das reicht nicht. Das habe ich sehr früh erfahren. Ich bin ja in Nordamerika aufgewachsen und unser Nachbar war ein Schmied, ja, so ein alter deutsch-amerikanischer Schmied. Und er sagte, du kannst 1000 Bücher über das Schmieden lesen, aber du weißt noch nicht, wie man ein Pferd anfasst, wie man es ruhig hält und wie man ein Hufeisen draufschlägt. Also die Praxis ist primär, also dass wir uns mit unserem ganzen Wesen und nicht nur mit unserem Kopf hineinbegeben. Ja. Sie haben schon gesagt, Sie sind ausgewandert. Da waren Sie, glaube ich, 11 Jahre mit Ihren Eltern, haben vorher in Oldenburg gelebt. Ja. Und in Amerika gab es da eigentlich irgendein Schlüsselerlebnis, das Sie dazu bewogen hat, wirklich sich jetzt für die Pflanzen und die Natur zu öffnen. Ja, ich hatte schon immer irgendwie Zugang zu Pflanzen, auch als Kind. Und in Oldenburg hatte eine gute Lehrerin, die uns die Natur gezeigt hat. Also es ist wirklich wichtig, eine gute Lehrerin. Aber ein Schlüsselerlebnis in Amerika war gleich am Anfang, als ich mit den anderen Kindern spielte und die wollten mir Baseball zeigen. Das kannte man hier überhaupt nicht. Und da stand ich dann da mit dem Baseballschläger und da flogen die Bälle vorbei und ich habe sie nicht gehauen. Ich dachte, oh, das ist nichts für mich. Da bin ich über den so einen Maschendrahtzaun geklettert, 2 Meter hoch mindestens. Und da riefen sie hinter mir her, hey, you crazy crowd, da sind Schlangen, da ist Poison Ivy. Und auf einmal entdeckte ich eine Wildnis und es war mein Universum. Und keiner ging da mit hinein, weil sie alle Angst vor der Natur hatten, weil die amerikanische Kultur sehr manichäistisch ist, also gespalten. Schon sozial war das so, Schwarze und Weiße, also da gibt es nichts dazwischen, oder Natur und Zivilisation. Natur ist wild, da leben Wilde, da leben die Indianer und die sind eben wild, und dann gibt es die Zivilisierten. Und auch in der Medizin, da heißt die Kräuterkunde, die heißt Indian Medicine. Und das bedeutet im Gegensatz zu unseren Spritzen, Pillen, Chirurgie, die da fortschrittlich ist und modern, ist Indian Medicine etwas Rückständiges, etwas, was wir längst hinter uns gelassen haben. Aber es ist diese Zweiteilung. Und da bin ich ganz bewusst und mit viel Freude in diese wilde Anderswelt gesprungen und war dann frei und hatte wirklich, weil ich als Kind ist man offener, hatte richtige, heute würde man sagen, mystische Erlebnisse.
weil es war nicht definiert für mich, ja. Und es gab ja noch keine großen Bücher über die Natur. Wahrscheinlich hätten Sie die auch gar nicht lesen wollen. Aber es gab wohl ein Pfadfinderbüchlein. Ich hätte schon gerne gelesen, ja, aber es gab keine Bücher. Denn niemand interessierte sich für die Wildnis. Und wer würde schon ein Pflanzenbuch dort kaufen? Mhm. Und meine Lehrer, ich sage, ja, was sind das für Pflanzen? Das ist unwichtig. Weeds and Scrubs, also Unkräuter und Gestrüpp. Und ein Pfadfinderbüchlein hatte ich, und da waren essbare Wildpflanzen, was mich natürlich sehr interessierte, denn da konnte ich einige der Pflanzen bestimmen dadurch, aber ich war auch interessiert in was man essen konnte, denn im Hintergrund war ja eine Kindheit in den Hungerjahren nach dem Krieg in der russischen Besatzungszone, ehe wir dann nach Oldenburg gegangen sind. Ja. Ja, diese Verbindung zur Natur war ja früher wahrscheinlich ganz normal für uns, ne? Also Sie beschreiben ja auch, wenn die Ureinwohner im Wald spazieren gehen, dann greifen sie mal hier und greifen dahin, und auch die Tiere wissen schon, was sie fressen sollen. Das haben wir halt alles so ein bisschen verloren, diesen natürlichen Bezug. Ja. Die Tiere wissen es sowieso aus Instinkt. Die haben ja auch riesen Nasen und Instinkt geht vor allem über die Gerüche, geht ans Großhirn eigentlich vorbei, und die Tiere wissen, ich habe das immer wieder gesehen, sogar die Kühe wissen, welches Kraut sie fressen sollen, wenn sie krank sind. Bei den Naturvölkern ist es weniger das Instinkt, aber es ist eine Verbundenheit und kulturelle Überlieferung. Da lernen die Kinder von klein auf, das nicht essen und da sehen oder sehen einfach, das wird gesammelt, das wird gegessen, das wird genommen zum Heilen. Diese Art von Wissen, die fehlt uns ganz und wird auch nicht, leider nicht in den Schulen weiter vermittelt. Aber ich erlebe Sie trotzdem als einen optimistischen Menschen. Das heißt, Sie sagen jetzt nicht, das geht alles den Berg runter, wir entfernen uns immer mehr von der Natur. Denn die Natur ist ja auch hier, in der Stadt zum Beispiel. Die Natur ist sehr, sehr präsent in der Stadt. Ich mache meine Kräuterwanderungen sehr gerne in der Stadt. Manchmal wurde ich gefragt, ob ich eine Kräuterwanderung mache. Ja, das ist ganz abgelegen, weit weg, irgendwo in einem Wald. Ja, und was hat man da, einen Fichtenforst? Und daneben ein Gülle gedüngten, eintönige Wiese oder eine Weide oder eine Wiese, die bis zum Asphalt gemäht ist. Und da auf einmal, da hat man Mühe, und natürlich findet man Pflanzen, da hat man Mühe, Pflanzen zu finden, aber Städte sind ein fantastisches Biotop. Erstmals sind die Städte in einer Wärmeglocke, da ist es ein bisschen wärmer, und in den Hinterhöfen wachsen ungestört alle möglichen interessanten Kräuter. Ja. Und die wachsen ja manchmal auch genau an der richtigen Stelle, wo ein Kräutlein gebraucht wird. Also ich nehme jetzt dieses Beispiel, was ich auch von Ihnen kenne, wenn jemand einen Garten pflanzt und da wundert er sich, was machen denn diese Pflanzen hier? Und dann schaut er in einem Heilbuch und merkt, ach, die helfen mir ja gerade bei meiner Schwierigkeit. Ja. Das habe ich als Wissenschaftler sozusagen so lange in Frage gestellt. Ja, Aberglaube. Das sagt Paracelsus zum Beispiel, er sagt dieselben Aster, das heißt die nicht nur Sterne, sondern die dieselben Seelenkräfte, die mit den Sternen verbunden sind, die im Menschen eine Krankheit erzeugen zur gleichen Zeit in der Natur eine oder begünstigen eine Pflanze, die dann heilend wirkt. Und ich dachte, ja, schönes Bild. Und dann trifft man immer wieder Kräuterkundige oder die holländische Kräuterfrau, die Uli Meldert, die sagt, ja, ist ganz klar, die Schwingungen der Menschen rundum, weil wir sind zwar physisch getrennt, aber schon auf der Energieebene, da gibt es Verbindungen, wir sind Teil eines ätherischen Feldes. Und da kommt dann die heilende Pflanze. Und ich höre das immer wieder und ich sehe das bestätigt, und mit den heutigen, würde ich sagen, wissenschaftlichen Schema kann man das eigentlich nicht begründen, aber es scheint wirklich so zu sein. Spannend, ja. Vielleicht ja auch nochmal eine philosophische Frage, also wir Menschen haben uns weiterentwickelt, es entstehen Städte,
Entwickeln sich die Pflanzen mit uns Menschen auch weiter? Entstehen neue Pflanzen vielleicht sogar? Vielleicht nicht neue Pflanzen, aber einige Pflanzen treten mehr in den Vordergrund. Und wir haben das Phänomen der Neophyten, also der Pflanzen, die von anderswo kommen. Das ist Teil der Globalisierung. Aber ich denke... Also die zufällig oder absichtlich eingeführt werden? Erstmals wurden sie, das fing ja mit Kolumbus an, der brachte schon sogenannte Unkrautsamen und andere Pflanzen, die dann ausgewildert sind, verbreitet sind. Und im 18., 19. Jahrhundert, da gab es ja begeisterte Pflanzensammler und jeder Pfarrer, der wollte für seinen Pfarrgarten ganz exotische Pflanzen. Und einige, die haben sich dann einfach wahnsinnig verbreitet und andere, eben, die blieben ganz brav in ihren Gartenbeeten. Aber es ist interessant, manchmal blieben sie einige hundert Jahre, ehe sie sich als Neophyten verbreiteten. Ein Beispiel in den USA, da haben die Siedler ja ihre Pflanzen mitgebracht und die Tuchmacher haben die Karde, das ist die Dipsacchia, die Karde, mitgebracht. Da wird die Wolle aufgeraut, da wird Wolle kardiert und das war in jedem Garten von Tuchmachern. Nun, seit den 1980er Jahren hat sich die Borreliose verbreitet und ganz interessanterweise, seit dieser Zeit verbreitet sich in Nordamerika die Karde als aggressiver, invasiver Neophyt. Der also aus deren Sicht überhaupt keinen Nutzen hat. Ne? Das ist ja, eine gefährliche ja, Pflanze. Eine gefährliche Pflanze. Macht alles kaputt, unsere schönen Pflanzen. Ja, kaputt. Verdrängt andere Pflanzen, nutzlos. Ja. Und es wird viel Geld ausgegeben, ich weiß nicht wie viele Millionen, schon, um dies einfach mit Herbizide zu besprühen. Aber interessant ist, die Karde hat sich von Neuengland aus seit den 80er Jahren an den Hauptverkehrsadern verbreitet, an den Autobahnen. Und zur gleichen Zeit von Neuengland aus hat sich diese neue Lyme-Borreliose verbreitet. Und es scheint, inzwischen gibt es auch klinische Studien, es scheint tatsächlich eines der allerbesten Mittel zu sein, um die Borreliose erfolgreich zu behandeln. Ja. Es gibt auch hierzulande so eine Pflanze, die angeblich sehr schnell wächst und ganz viel, also die anderen Pflanzen verdrängt, aus Indien oder so. Ja, das indische Springkraut. Ja, ja. Das kam nach Mitteleuropa in den 20er Jahren und eine wunderschöne Pflanze und es scheint alle anderen zu verdrängen, das ist aber Unsinn. Es wächst, wie jede Pflanze, nur dort, wo es einen richtigen Nährboden findet. Und das sind oft überdüngte Stellen. Und Neophyten, die kommen mit einer Gewalt herein, tada, so. Und dann gehen sie zurück und pendeln sich ein und werden Teil der Ökologie. Und die Blüte ist wunderschön. Da wird ja die Bachblüten-Elixier Impatience draus gemacht. Für ungeduldige Zustände. Ah, ja, und Edward Bach hat die als solche entdeckt. Es ist sehr lustig, kommt mir nur, meine Freundin hat eine sehr starke Ungeduld und die mag diese Pflanze gar nicht. Ach so, ja, das passt. Interessant, das passt sehr. Und ansonsten, für Naturfood-Leute, die Samen, wenn sie reif sind, die schmecken wunderbar, die kann man essen. Und die schmecken wie Walnuss, da kann man Pestos und so weiter machen. Dann muss man immer suchen, wo die Pflanze herkommt. Wir wissen ja nichts darüber und unsere Instinkte sind noch nicht so entwickelt und unsere Meditation ist noch nicht so tief, dass wir die Pflanze direkt fragen können. Da geht man hin, wo sie herkommt und wie wird sie dort benutzt. Und sie wird im westlichen Himalaya für Hautverpilzung, Pilzkrankheiten verwendet. Und die muslimischen Ärzte machen da eine alkoholische Tinktur und die anderen, die machen eine Abkochung. Da kann man sich waschen und so weiter. Also wir entdecken erst jetzt ihre Nützlichkeit. Also sie wird dadurch ein Teil unserer Kultur. Sonst ist sie nur ein fremdes Botanikum, also was Fremdes. Und so wird sie langsam integriert und bereichert nicht nur unsere Natur, sondern auch die Kultur
Und die Bienen auch, die freuen sich. Da ist ja im Herbst alles abgegrast, abgemäht oder es blüht nichts mehr. Und ich habe unseren Imker, der Bienenstöcke auf dem Berg hat, gefragt, ja, was halten Sie denn von der Pflanze? Er sagte, ich danke Gott für diese Pflanze, denn er braucht kaum Zucker nachzufüttern, weil die so nektarhaltig und auch guten Pollen, pollenhaltig ist. Also was wir da als Bedrohung von der Pflanzenwelt wahrnehmen, ist eigentlich eine Projektion unserer Ängste. Die Natur ist weiser, als wir denken, und sie scheint zu wissen, was sie macht. Und für Europa sind die Neophyten eigentlich eine Ergänzung, denn wir sind ganz artenarm, was die Flora betrifft. Durch die Eiszeiten sind die Gletscher haben dann die Pflanzen nach Süden gedrängt, aber unsere Berge, die gehen von Ost-West, die Alpen und Pyrenäen, und hatten sie keine Möglichkeit auszuweichen. Nur sehr wenige konnten ausweichen, und dann kamen sie zum Mittelmeer und dann war es wieder schwierig auszuweichen. Und da sind über 100 Gattungen und tausende Arten verloren gegangen. Und viele, die wiederkommen als Neophyten, sind eigentlich sind dieselben Gattungen wie die Pflanzen, die hier ausgestorben sind. Für mich sind das Spätheimkehrer. Das heißt, wir müssen uns vielleicht auch gar nicht so viel Sorgen machen, dass viele Pflanzen aussterben, weil irgendwo geht das Leben doch weiter? So? Ja, erstmal das. Und es ist noch nicht eine einzige Pflanze durch Neophyten verdrängt worden und ausgestorben. Wenn Pflanzen aussterben in unseren also Breitengraden oder in der Welt heutzutage, dann ist es wegen massiver Anwendung auf den Feldern von Herbiziden oder Totalherbizide wie Roundup und landwirtschaftlichen Praktiken und Verstädterung. Deswegen können wir nicht die schöne Flora, die Ackerbegleitflora, die Sagittalpflanzen haben, Kornblumen und die Kornrade und so Gauchheil, alles was mit früher auf den Feldern wuchs. Es sind nicht die Neophyten, die das bewerkstelligen. Es ist unsere Industrie und unsere Chemie, die das macht. Sie haben gesagt, dass wir noch nicht uns meditativ mit Pflanzen verbinden können. Sehen Sie da die Möglichkeit, dass wir uns da weiterentwickeln, wir Menschen? Ja, wieder sensitiver werden, sozusagen? Ja, also die Pflanzen sind für mich wie Lehrmeister, ich würde sagen Gurus. Und für die Inder sind die Pflanzen hochentwickelte Wesen, Gurus, die das Göttliche aufnehmen, das von der Sonne und vom Kosmos herabströmt. Deswegen haben sie ihren ganzen Körper wie mit Augen. Die grünen Blätter sind ja lichtempfänglich, genauso lichtempfänglich, dasselbe Spektrum wie unsere Augen. Und sie nehmen die kosmischen Rhythmen und das kosmische Licht auf und, wie ich sagte, verwandeln es in Leben, sonst gäbe es Leben an sich nicht auf der Erde. Und sie nehmen das auf, die Inder sagen, sie nehmen das Tönen der Sonne auf. Goethe hat ja schon vom Tönen der Sonne gesprochen. Nach alter Weise. Nach alter Weise, ja. Und dieses Tönen ist der Urton, der von der Sonne aus das das alles am Leben hält. Und sie nehmen das auf, und Pflanzen sind, wie auch der philosophische Anthropologe Max Scheler zum Beispiel in den 20er Jahren sagte, Pflanzen sind ekstatische Wesen, und genauso sind sie. Also was wir als Geist und Seele in uns haben, haben sie draußen. Das ist ihre lebendige Körperlichkeit, aber ihre Seele ist wie bei einem Schamanen auf Flugreise oder wie bei Menschen bei Nahtoderfahrung ist ganz da draußen und ist dem Göttlichen zugewandt. Und sie sind mit dem Kosmos und über die Wurzeln mit der Erde verbunden, und sie sind nicht getrennt, sie sind heil. Und sie lassen uns teilnehmen an ihrem Heilsein. Insofern sind sie heilend für uns. Schön.
Die Anthroposophen haben sich auch viel damit beschäftigt, finde ich, auch auf eine interessante Art und Weise. Und ich glaube, von den Anthroposophen kommt auch dieser Ansatz, dass die Pflanzen sowas wie umgedrehte Menschen sind. Also der Kopf ist wie die Wurzeln oder wie ist das zu verstehen? Also die Anthroposophen haben das wieder erwähnt. Wieder entdeckt, ein altes Wissen. Das hat sogar schon Aristoteles gesagt. Mhm. Das steckt auch drin in der Rig Veda, wo es heißt, es gibt einen Baum, dessen Wurzeln im Himmel sind und dessen Laubwerk unten die Blätter und so weiter. Das ist der Asvata-Baum, das ist eigentlich der Mensch, das ist ein umgekehrtes Wesen. Und die Pflanzen sind verbunden mit dem All, aber wir haben uns entgegengesetzt, entwickelt, damit wir Persönlichkeiten, Einzelwesen werden können. Wir haben uns gegen den Kosmos gestellt. Der Kopf ist das, wo die meisten Sinne sitzen. Da nehmen wir auf durch Sehen, Hören, Schmecken, Riechen. Und die Pflanzen, wenn man das, die Wurzeln betrachtet, die sind wie ein Sinnensystem. Die verquicken sich mit den Pilzen, die Pilzmyzelen, also nicht die Fruchtkörper, aber die Pilzmyzelen, die über hunderte, wenn nicht tausende Hektar vernetzt sind und die Botschaften von einer Pflanze zur anderen bringen, die Wuchsstoffe den Pflanzen geben, die Wasser vermitteln. Also das ist wie ein aufnehmender Sinnespol. Und die Pilze sind wie ein Nervensystem für die Pflanzen. Und was kriegen die Pilze? Die kriegen von der Pflanze das Sonnenlicht in Form von Zucker. Das ist ja der Zucker, das Urmolekül, also Traubenzucker, wird ja geformt, indem die Pflanzen durch Lichtkraft das Wasser spalten und mit CO2 verbinden. Und das ist dann der Traubenzucker. Und die Pflanzen sind ja süchtig auf Zucker. Und die ganze Sache mit CO2-Ausstoß, heute ganz heißes Thema und so weiter, und die Welt geht unter. Es ist so, dass umso mehr CO2 in der Luft ist, das ist ein homöostatisches System der Erde, umso schneller wachsen die Pflanzen. Das machen Gärtner in Gewächshäusern, da wird CO2-Gehalt verdoppelt und dann wachsen sie viel zügiger, und eine zügig wachsende Pflanze, dieser ätherische Fluss, hält Krankheiten und Schädlinge ab. Erst wenn die Pflanzen stocken, werden sie anfälliger. Also CO2 ist für die Pflanzen kein Problem. Und wenn es zu viel in der Atmosphäre gibt, auch die verschiedenen Schalentiere im Meer verbinden das zu Calciumbicarbonat. Und das ist, wie Lovelock sagte, Gaia ist ein ausgleichender homöopathischer System. Das jetzt etwas mehr, also das ist Punkt 0,3 Prozent der Luft ist CO2. Und dass das jetzt ein bisschen angestiegen ist, hängt damit zusammen, dass weltweit die Wälder brennen, damit, also jetzt wird's heftig, damit eben zum Teil auch Zuckerrohr und Öl, Palmen, angeblich Bio, um die Welt zu sanieren, angebaut werden. Und da wird erstmal Raubbau mit den feinen Hölzern gemacht und der Rest wird verbrannt. Das sieht man sogar von Satelliten. Und dass CO2 ein Problem ist, das finde ich, ist Unsinn. Und ja, natürlich wird das dann von Journalisten, die sich als betroffen und engagiert fühlen, wird das in die Höhe gehoben, aber sie wissen gar nicht, wie das alles so zusammenhängt. Ja, ist schon ein Symbol geworden. Es gibt auch unterschiedliche Sichtweisen. Klimaerwärmung gab es ja immer wieder. Aber ganz klar, die Menschen zerstören viel. Ist rhythmisch. Ja, die Menschen zerstören viel. Und ich bin überhaupt kein Freund der massiven Industrialisierung oder dieser Entwicklung. Also ich fand es schon als Kind schrecklich. Und
Ja, das ist wie so ein, ja, wie sagt man mal, so ein Golem, der auf einmal selbstständig, so ein Roboter, der selbstständig geworden ist, ja, unser Industriesystem. Die ganze Technisierung macht weiter. Ja, ja. Genau. Trotzdem, muss ich noch eines sagen, trotzdem ist, was CO2-Ausstoß betrifft, ist der Ausstoß von CO2 der Insektenpopulation weltweit 10-mal so hoch wie die des Menschen und seiner Industrien. Und wenn ein Vulkan mal ausbricht, das ist wie ruff, auf einmal hat man eine Unmenge. Das kann aber und das wird von dem homöostatischen biologischen System, der Gaia, wird das aufgefangen und wird verarbeitet. Ja. Sehr interessant. Ja, ja. Wenn wir nochmal zur Pflanze zurückkehren, wir waren bei den Wurzeln, wie geht es oben weiter? Also die Pflanze selbst hat ja kein individuelles Einzelbewusstsein, ja, aber ja, durchaus Bewusstsein. Ja, ja, ja. Also das ist, wenn man von Pflanzen Devas, Deva heißt ja ein göttliches, leuchtendes Wesen, ist verwandt mit Divine oder Deus, Theos, göttlich. Und sind wir Licht verbunden oder keltische Wort Devos für die Götter zum Beispiel oder die Diva, die strahlende Diva. Und wie kann man von Pflanzen so reden? Ja, es sind, wenn man Pflanzen Devas sagt, dann ist es wie der Geist der verschiedenen Arten. Und die, wie man in der Renaissance, die Renaissance-Wissenschaft glaubte, die ihren Sitz in den Fixsternen hat und die dann herunterleuchtet und jeweils von den Planeten wird die Pflanze, indem sie von ihrem Ursprung sich auf die Erde projiziert, wird sie begabt auf jeder Ebene. Deswegen haben die in der Renaissance sagen können, ja, Beinwell, das ist eine typische Saturnpflanze, denn sie heilt auch den Saturn in uns, das Tiefste in uns, die Knochen. Und sie hat sehr viel Kiesel und die Blüten von Beinwell und Verwandte wie Vergissmeinnicht sind blau. Das ist die Saturnsphäre, das Himmelsblau. Es ist das Gefühl der Ferne und der Sehnsucht. Und diese Pflanzen sind dann sehr von Saturn begabt und kommen herunter und dann der Mond sagt, ja, ein bisschen schmächtig bist du auch, ich gebe mal hier sehr viel Feuchtigkeit und Merkur sagt noch Schleim dazu, das hält die Heilkräfte zusammen und dann hat man eine gut verwurzelte Beinwellpflanze. Und jede Pflanze ist dann ein bisschen anders, da hat dann ist die Sonnenblume, hat viel Sonne und auch Jupiter drin oder das Schöllkraut mit seinem gelben Saft. Der Jupiter sagt, ah, du gefällst mir. Deine Blätter werden aussehen wie Leberlappen und wenn man die zerreibt, dann riecht das wie rohe Leber und ich werde dir die Fähigkeit geben, das Leberorgan im Mikrokosmos, die Leber, zu heilen. Und das stimmt. Die ist das beste Heilmittel für Lebererkrankungen. Und das war ja die große Pflanze von Maurice Messier, dem französischen Kräuterheiler. Der kommt aus der Gascogne, wo die Menschen gerne gebrannten Wein tranken, also Brandy, und wo die Kinder, die Jungen, bei der Taufe, nach der christlichen Taufe, kriegen sie noch so eine Volkstaufe, da wurde ihnen eine Knoblauchzehe über die Zunge gerieben, damit sie potent sind, und ein Tropfen Brandy, damit sie trinkfest werden. Und die haben natürlich im Laufe des Lebens Leberprobleme. Und da spielte Schöllkraut eine ganz wichtige Rolle als sein wichtigstes Heilmittel. Aber was ich sagen wollte, der Pflanzengeist kommt von oben, wird begabt, manifestiert sich auf der physischen Ebene. Die Mater, die Mutter, die Materie gibt die Stoffe, damit sie sich verkörpern kann. Und dann beim Wachsen wächst sie eigentlich, die Pflanze, das Kraut, die Blume, wächst ihrem Tod entgegen, blüht, verblüht, verausgabt sich und hinterlässt Samen.
und geht wieder zu ihrem Urbild zurück. Das ist eigentlich eine Renaissance-Vision der Pflanze. Und wir sind umgekehrt. Wir sind umgekehrt. Also wir blühen, duften, scheiden aus im Unterleib, nicht wie die Pflanze. Was machen wir, wenn wir Blüten bewundern? Wir bewundern das Fortpflanzungsorgane. Der, ja. Die natürlich die schönsten sind, ja? Ja, die sind wunderschön. Ja, ja. Da ist die Pflanze am meisten, da ist die Pflanzenseele am stärksten verkörpert. Aber da hört es auf. Wenn sie sich weiter verkörpern würde, würde sie anfangen, innere Organe zu haben und würde ein Tier sein. Denn wir haben unsere Seele ist ja nicht nur im Kopf. Der Kopf macht nur bewusst. Also das ist auch so. Verstand denkt nur, er ist der Einzige und der Führende, aber es ist... Das ist der Aberglaube der heutigen Zeit. Das ist eigentlich noch das kartesische Modell von René Descartes, dass der Mensch eigentlich ein Roboter und Maschine ist. Ja. Und er hat ja, für ihn war nicht das Herz die Mitte, sondern ich denke, also bin ich. Da ging es in den Kopf hinein und da ist... Für den Menschen alleine eine Verbindung, der Rest ist einfach Roboter. Und es ist eigentlich ein falsches Bild, aber ich bin abgekommen dem Thema. Aber ich muss auch gerade, vielleicht ist es eher so, ich bin, also denke ich. Ne? Ja, ja, ach so, deswegen, da komme ich wieder zurück. Ja. Es ist nicht so, dass unsere Seele nur Kopf ist, sondern wir sind von der Zehe bis zum Kopf beseelt. Und jedes Organ hat seine Erfahrungen, seine Erinnerungen und sein aufgestautes, seine Erfahrungen. Die Seele ist im ganzen Körper. Und deswegen ist es, dann kommen wir wieder an ein heißes Thema, ist es problematisch mit der Transplantation von Organen. Da werden, das habe ich in einem Buch, das heißt Das Herz und seine heilenden Pflanzen geschrieben. Das habe ich dann genau recherchiert. In Amerika darf man wissen, wer die Spender sind. Und die Menschen kriegen gleich seelische Komplexe einverleibt sozusagen. Ja, da gibt es ja dann so verrückte Geschichten, dass jemand ein Herz verpflanzt bekommt und fängt plötzlich an, Alkohol zu trinken und zu rauchen, der Vorbesitzer dieses Herzens das oder hat. Ein Truckdriver, der nur Rock'n'Roll liebte, auf einmal pfeift er klassische Melodien und sein Herzspender war ein junger Violinist, der überfahren wurde nach einem Konzert. Ja, es ist alles verbunden, klar. Schön. In einem zweiten Teil möchte ich mit Ihnen gleich ein bisschen noch über Ihre indischen Erfahrungen sprechen. Ja. Aber hier vielleicht zu guter Letzt noch, was können wir eigentlich von Pflanzen lernen? Und damit verbunden die Frage, wie können wir uns denn wieder mehr mit Pflanzen verbinden, wenn wir zum Beispiel im Wald sind und einen schönen Baum sehen? Was können wir da tun? Lerne nichts tun. Nichts denken vor allem wahrscheinlich. Ja, einfach hinsetzen, aufnehmen, leer werden. Pflanzen können nicht mit uns kommunizieren, wenn da dauernd alle möglichen angelesenen oder angelernten Prozesse stattfinden, sondern dass man sich die Zeit nimmt, nicht, dass man ständig so ist, da wäre man ja blöd. Aber dass man sich da die Zeit nimmt, einfach mal leer zu werden und dass die Pflanzen etwas hinüberbringen. Und das tun sie. Das mache ich schon seit 15 Jahren mindestens. Gehe ich mit Gruppen in den Wald und wir setzen uns zu Bäumen und ich sage, werdet ganz leer, lasst eure Haare locker, legt Metall ab und nehmt auf. Und schon in ein paar Stunden, das sind keine Botaniker und oft keine Mystiker und die sitzen da und sie nehmen auf und dann treffen wir uns und reden miteinander und da merkt man, da kommt wirklich was rüber. Und bei jeder Art etwas ganz anderes. Bei jeder Baumart kommt eine andere Botschaft. Und dann bei der Erle, da sage ich, ich hatte so ein rotes Licht. Und ich hatte so, als läuft eine rothaarige Frau vorbei. Und ja, natürlich, die Erle hat auch so etwas Rötliches, die Wurzelspitzen, die Stickstoff aufnehmen können, das ist ganz was Seltenes, die sind rot und so weiter. Also
wie heißt das Sprichwort, Erlenholz und rotes Haar sind aus gutem Grunde rar. Solche Sachen. Alte Weisheiten, Spruchweisheiten und so. Ja, da gibt es sehr viele diese Zusammenhänge. Die Pflanzen können uns viel lernen, aber es ist ein anderes Lernen, als wir in der Schule haben. Es ist ein heidnisches Lernen und nicht ein klösterliches Lernen. Ja, aber es hat, wie ich eben auch mal gelesen habe, irgendwie kann man sich selbst auch besser verstehen und erkennen, wenn man wirklich wachen Geistes in der Natur ist? Ja, natürlich, weil wir schon immer in und mit der Natur waren und eigentlich ein Teil sind, ist die Natur ist unverfälscht verbunden mit dem, sagen wir, dem Göttlichen Selbst. Und das bringt uns näher zu uns heran. Und umso entfremdeter und gekünstelter wir werden, umso verdrehter werden wir. Das ist übrigens der Ursprung des Wortes Sünde. Das ist nicht, oh, ich habe das gemacht oder ich habe das gemacht, sondern es ist, das Wort Sünde heißt abgesondert sein, sondern. Ja. Und daher kommt das. Und die meisten verstehen nicht mehr, ja, Adam und Eva hat ihm einen Apfel gegeben und so. Deswegen sind wir alle verflucht und wir sind alle sündig. Ja, das ist nur ein Bild, das nicht mehr verstanden wird, sondern es ist einfach die Tatsache, wir Menschen, indem wir ein umgekehrtes Verhältnis zur Natur haben, dass wir uns herausgelöst haben, haben uns abgesondert. Und in diesem gesonderten Zustand, wo wir individualisiert werden, wieder das Göttliche zu finden, das ist so ein bisschen auch unsere Lebensaufgabe. Ja, und wahrscheinlich der Entwicklungsweg. Es geht ist ja nicht darum, das Individuum völlig zu verlieren, sondern Nein. als Individuum sich wieder der Ganzheit bewusst zu machen. Genau. Wir sind, wie es in der klassischen Philosophie heißt, Mikrokosmen. Und das ist nicht nur eine westliche Philosophie, das gibt es auch in Indien und in China und anderswo. Wir haben den Kosmos in uns und wir sind sozusagen die Saat des Kosmos. Wir sind die Samenkörner des Kosmos. Wir sind alle kleine Kosmen. Ja. Wunderschön. Vielen Dank. Ich könnte Ihnen stundenlang zuhören, deswegen machen wir auf jeden Fall noch einen zweiten Teil. Ja. Dankeschön, Herr Dr. Wolf-Dieter Stoll. Ja, meine Damen und Herren, wahrscheinlich ist die einfachste Art der Heilung, wenn man mal wieder große Probleme hat, der Kopf voller Gedanken ist, einfach mal in die Natur zu gehen. Das habe ich da jetzt wieder ein bisschen gelernt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.